Winston Churchill hat einmal was Richtiges gesagt. Schätze die Dummheit deiner Feinde, denn sie sind deine größte Chance. Wladimir Putin denkt sich gerade im Kreml, ich schätze die Dummheit des Herrn Scholz und von der Frau von der Leyen und des Herrn Nehammer, denn sie waren meine größte Chance. Der feiert dort gerade mit Krimsekt und ein bisschen Kaviar von seinem Stör. Super. Und sagt, mit solchen Idioten wie in Europa, da kannst du den Krim gewinnen. Die größten Kollaborateure des Herrn Putin heißen von der Leyen, Nehammer und Scholz. Denn die machen in Wahrheit die Drecksarbeit zur Spaltung Europas. Die Sanktionen sind noch nicht weitreichend genug gewesen. Und deswegen kann sich der Putin, obwohl seine Wirtschaft kracht wie ein Kaisersemmel, immer noch halten. Mit einem Budgetüberschuss wie noch nicht. Erstens einmal, es ist noch kein einziger Kubikmeter Gas weniger von den europäischen Staaten reingepumpt worden. Also sozusagen, wir hätten den Gas abgedreht. Bullshit, haben wir nicht. Was sind denn das für Sanktionen, wenn wir weiterhin Milliarden jeden Tag nach Russland schicken?